Ja, Frau Rickel, Sie sind eine großartige Journalistin, aber Sie können natürlich sicherlich über den großen Karl Lagerfeld einiges sagen. Was war er für ein Mensch? Oh, was war Karl Lagerfeld für ein Mensch? Das ist so schwer, weil der hatte wahnsinnig viel Facetten. Und es gibt ja den offiziellen Karl Lagerfeld, der mit Bonbons um sich warf, der ein bisschen ironisch und auch manchmal sarkastisch war, berühmt für seine frechen Sprüche. Und es gibt auch den privaten Karl Lagerfeld, den ich erleben konnte. Wir kannten uns ungefähr 25 Jahre. Und wenn ich sage, dass wir befreundet waren, dann sage ich das, weil ich einmal in einem Interview gesagt habe, wir kennen uns und wir respektieren uns, aber ich wäre nicht so vermessen zu sagen, ich bin mit Karl Lagerfeld befreundet. Und da hat er mich angerufen und hat gesagt, also Patrizia, ich verstehe Sie gar nicht, wir sind Freunde. Und das hat sich dann auch so in all den Jahren angefühlt. Ich habe mit meiner Freundin Britta von Medel, das ist die Burda-Korrespondentin in Paris gewesen, lebt seit 40 Jahren dort, ein ungeheures Privileg genossen. Nach jeder seiner Defilés, ungefähr 6 im Jahr, waren Britta und ich bei ihm zu Hause eingeladen zum Mittagessen, zu einem verspäteten Mittagessen, weil man musste sehr lange auf ihn warten. Und da waren nur wir drei. Wir saßen in seinem Wohnzimmer, wir saßen auch mal in seiner Küche, als umgebaut wurde. Und da saßen wir richtig so mitten in der Küche bei Karl Lagerfeld. Und das haben wir die letzten 22 Jahre so gemacht. Also es ist fast nie ausgefallen. Und nach dem Defilé im Grand Palais habe ich ihm wie alle anderen auch gratuliert. Und er hat gesagt, wir sehen uns ja gleich. Dann sind wir nach Hause zu ihm gefahren. Und ich habe mir oft gedacht, warum ihm das so gut gefällt, ja? Denn bei diesen Chanel-Shows waren ja die tollsten Frauen der Welt, die schönsten Frauen, ja? Schauspielerinnen, berühmte Society-Ladies, Caroline von Monaco, die Vogue-Chefin Anne Wintour. Und wir sitzen da nach der Show und essen mit ihm. Und ich glaube, das war auch so eine versteckte Sehnsucht für ihn zurück nach Deutschland. Der hat sich gerne mit uns unterhalten und wollte auch immer alles ganz genau wissen, was passiert in Deutschland, wie ist es in der Politik, was geschieht in der Kultur, in der Wirtschaft. Und man musste immer sehr gut informiert sein. Karl war ja ein unglaublich vernetzter Mensch, der sehr viel gelesen hat. Ein Autodidakt, ohne abgeschlossene Schulbildung, aber mit einem überwältigenden Wissen. Also wenn ich mich hier in meiner Bibliothek umschaue, denke ich mir, hier stehen ziemlich viele Bücher für die meisten Menschen. Für Karl wäre das ein Regal gewesen. Er hat 300.000 Bücher etwa gehabt. Aber stimmt das wirklich? Also das ist ja fast unvorstellbar, 300.000 Ich Bücher. habe viele dieser Bücher gesehen. Ich war auch in vielen seiner Wohnungen. Er hatte ja mehrere Wohnsitze. Und dann muss man sich vorstellen, waren die Bücher alle so gestapelt. Kunstbücher natürlich, aber auch Geschichtsbücher, Biografien und alles so Geschichte, damit, wie er sagt, den Kopf nicht schräg halten muss, sondern dass er so sehen kann, was da ist. Und wir haben miteinander Bücher ausgetauscht. Das heißt, ich habe versucht, ihm Bücher zu schenken, die ich entdeckt habe, Neuerscheinungen oder alte Bücher. Das war sehr schwer, weil er Er kannte 90 alle schon. Prozent alle kannte, aber er hat sich über jedes Buch Gefreut. gefreut, weil er ja so viele Bibliotheken hatte. Und dann, wenn er das Buch schon hatte, dann wanderte das eben in eine andere Bibliothek. Und er hat mir auch Bücher geschickt und mitgegeben. Und das war ein wunderbares Gesprächsthema. Der Karl war ja so in seinem Habitus, in seinem Auftreten und in seiner Haltung eigentlich
ein altmodischer Mensch. Einer, der die Formen, also das, die Haltung geschätzt hat, ja, Contenance und war sehr formell, ja. Er hat auch nur mit der Hand geschrieben. Er hat sich gekleidet wie ein Gentleman aus dem 19. Jahrhundert. Immer sehr elegant mit so einem hohen Kragen und immer mit so einer Krawatte. Und da war so ein Brillant drauf und natürlich auch ein paar Ringe und so weiter. Und immer ein ganz schmales Sakko und schöne schmale Hosen. Also er sah sehr elegant aus, das war ihm sehr wichtig. Wobei, was ganz lustig war, also ein ganz eleganter Herr, ja, sitzt da. Er war ein Herr. Ja, ganz elegant. Ein absoluter Herr, ja. Und dann hatte er diese Handschuhe an. Ich glaube, das war so ein bisschen so eine Eitelkeit. Aber vielleicht auch der Schutz der Hände, weil die Hände waren ja auch sein Kapital. Ja, ich würde mal sagen, das war so eine kleine Eitelkeit, weil man dann vielleicht auch Altersflecken oder sowas sieht. Ja. Aber die Fingerspitzen konnte man ja sehen. Und da war immer Farbe dran, weil er so viel illustriert und gezeichnet hat. Ja. Der war ja unglaublich kreativ. Man darf sich das nicht vorstellen, dass Karl jetzt immer nur sich über Mode geäußert oder ausgedrückt hat, sondern er wäre gerne auch Illustrator geworden, Karikaturist, Maler. Und war ja, glaube ich, auch. Ja, ja, und er hat ganz tolle, gerade für die FAS, also hat er immer wunderbare Karikaturen gemacht. Sein Lieblingsopfer war Angela Merkel. Ja. Wie haben Sie ihn denn kennengelernt? Wie war denn so die erste Begegnung, als Sie Karl Lagerfeld trafen? Meine erste richtige Begegnung war, dass ich für Bunte TV ein Interview mit ihm gemacht habe. In Paris? Oder? In Paris. Mhm. Und dann habe ich ihn das erste Mal zu Hause besucht. Damals wohnte er in einem Palais aus dem 17. Jahrhundert. Ein Palais, wie es eben nur in Paris gibt, mit einer steinernen Freitreppe, die sich so hinaufschwang. Und unten in der Halle standen weiße Blumen, ja, ein Bouquet, wie ich es noch nie gesehen hatte. Frau Nickel, als Sie das erste Mal eben einfach Karl Lagerfeld begegnet sind, hatten Sie da Lampenfieber? Ja, schon, weil er war mir bekannt als ein schwieriger Interviewpartner. Ich hatte vorher mit einigen Kollegen gesprochen, die mit ihm Interviews geführt hatten, Paul Sahner zum Beispiel. Und er sagte, du musst sehr gut vorbereitet sein. Und wenn ihn deine Fragen langweilen, ja, dann bricht er das also schnell ab. Und damals wohnte er in diesem Palais aus dem 17. Jahrhundert, was sehr gut zu ihm passte, was er mir nachher dann später auch gezeigt hat. Es war ein Fernsehinterview, was ich mit ihm machte. Und ich weiß nicht, die Chemie hat zwischen uns gestimmt. Ja, wir hatten richtig Spaß miteinander. Wie wenn Sie sich schon ewig kannten oder so. Ja, und vor allem, ich bin ein Büchermensch. Und er auch. Das war sofort eine Ebene, auf der wir uns getroffen haben. Und was wir gerade lesen und wen wir gut finden. Und er ist eben ein Mensch gewesen, der gerne im Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt hätte. Also Walter Rathenau, Ben Hecht, das waren seine Helden auch im wirklichen Leben. Und sind auch meine Helden gewesen. Und dann die Autoren aus der Wiener Vorkriegszeit, ja, Egon Friedell oder sowas, das alles, wir konnten uns über alles unterhalten. Und er zeigte mir diesen Palais. Da gab es zum Beispiel ein Berliner Zimmer. Das war voll mit Plakaten aus den 20er Jahren, mit Möbeln aus den 20er Jahren. Und dann zeigte er mir sein Kinderzimmer. Wo immer er wohnte, nahm er sein Kinderzimmer mit. Also als er so noch nicht zur Schule ging. Und das war da aufgebaut, ja. Und das ging dann so weit, dass er sagt, ich zeige Ihnen auch die oberen Räume.
Beim ersten Mal, oder? Ja. Unglaublich. Das war ganz ungewöhnlich. Sofort Vertrauen gehabt. Und er war damals, hatte er sich gerade von seinen ganzen barocken Möbeln und seinem Lebensstil getrennt. Und das war alles grau und in Anthrazit, so Schwarz-Schiefertöne und viele Fotos und große Bildschirme. Und vor allem hatte er 7 Schreibtische. 7 Schreibtische. Auch einen im Schlafbereich? Ja, an jedem Schreibtisch hat er unterschiedliche Sachen gemacht. Gezeichnet, Englisch geschrieben, dann dort Französisch geschrieben. Dort hat er sich mit der Mode befasst, dort hat er Bücher ausgeschnitten. Das war also ein riesiger Raum und überall standen diese Schreibtische, die waren alle voll. Mit seinen Papieren, Büchern. Er hat ja sehr viele Bücher auch gemacht. Und da waren wir in einem wahnsinnig interessanten Gespräch sofort drin. Und das gipfelte darin, dass er sagte, jetzt zeige ich Ihnen auch mein Schlafzimmer. Ich sage, ja, ich möchte gern wissen, wie Sie schlafen. Und das ist ein ganz schmales Bett gewesen. Und er sagte, nachts bin ich wie ein Mönch. Ich lege mich in dieses Bett so hin und rühre mich nicht und bleibe so bis zum Morgen. Da wache ich dann auch so auf. Ich bewege mich nicht, ja. Und das Bett war also mit wunderbaren weißen alten Leinen bezogen, das jeden Tag gewechselt wird. Und dann hat er mir von seinem Ablauf, seinen Tagesablauf erzählt. Also bis mittags sieht man ihn eigentlich nicht. Und ja, und bis mittags pflegte er also an seinen Schreibtischen zu arbeiten und trug dabei einen weißen Piqué-Morgenmantel, ja, der jeden Tag gewechselt wurde. Und ein ganz auf sich bezogenes Leben. Viele Menschen fragen sich ja, wieso der so, was er alles schaffen konnte. Ja? Er hat ja nicht nur Kollektionen entworfen, bis zu 16 Kollektionen pro Jahr. Er hat Bücher geschrieben, war als Fotograf, war er sehr gefragt für Werbekampagnen. Und auch seine Katze. Mit Opel verbandelt. Chopette, die eigentlich sozusagen ein bisschen die ähnliche Rasse ist wie hier mein Bobby. Ja? Ja. Allerdings mit Schönheit konnte es in den Augen von Karl niemand mit Chopette aufnehmen. Und so entstand so eine Freundschaft und dann haben wir dort gegessen und dann bei der nächsten Show saß ich halt normal im Publikum und dann sagte er, als ich ihm gratulierte, wir können doch jetzt noch essen gehen. Und so fing das an. Und ich glaube, das war so wirklich ja so seine Sehnsucht ein bisschen nach Deutschland, aber auch vielleicht, er mochte die Bunte sehr gerne. Weil er jemand war, der verstanden hat, dass man auch die Massen ansprechen muss. Und er hat sich für Klatsch interessiert und für so soziale Aufstiegs- und Abstiegsprozesse. Klatsch hat er wahnsinnig gern gehabt. Wenn man ihm irgendwas erzählen konnte aus der Welt der Politik oder der Reichen und Schönen. Und ja, da konnte er auch dann so ganz schön so ein bisschen spotten und so. Aber so diese digitale Welt mochte er nicht so. Also hat er überhaupt ein Handy gehabt oder so? Also das war sehr interessant. Als ich ihn kennenlernte, ja. Und das war ja, sagen wir, das ist die Zeit, wo alle dann anfingen, Handys zu haben, da sagte er zu mir, ich habe kein Handy. Das Dienstpersonal hat ein Handy, ja. Sowas brauche ich nicht. Aber das hat sich dann geändert, weil er einfach so ein sehr neugieriger, aufgeschlossener Mensch war. Und diese ganze digitale Entwicklung hat ihn dann fasziniert. Er hatte dann sofort ein iPad, dann hatte er die modernsten Handys. Er pflegte auch seinen Freunden immer Handys zu schenken, immer die neuesten Sachen. Und da war er dann ganz begeistert, dass man auch mit so einem Handy filmen konnte und Fotos machen. Das hat ihn fasziniert dann. Also, aber ziemlich spät erst. Also erst sehr spät und dann konnte man ihn dann auch anrufen oder eben kleine Mitteilungen schicken. Der Karl war ja
jünger als viele junge Menschen, die ich kenne. Also zum Beispiel Thema Musik. Auf den Chanel-Shows fiel immer auf, was das für eine, das waren immer so ganz, ganz moderne Rockbands oder Underground-Gruppen, ja, die da gespielt haben. Oder auch mal sehr klassisch. Und dafür hat er sich interessiert. Er hatte in der iPod-Zeit, wenn man sich noch daran erinnert, diese kleinen iPods, da hatte er also einen tollen Koffer von Louis Vuitton. Da waren 100 kleine, wie heißt das, also so, CDs so drin, ja? CDs, ja. Also so ja, klein, ja, also die kleinen 100 ja, hat er da gehabt, ja? Kassetten. Ja, genau. Haben wir schon vergessen. Ja, genau. Ja. Haben wir schon vergessen. So schnell ist die Digitalisierung, ja. Ja. Also da gab es 100 hat er gehabt und diesen Koffer hat er auf allen Reisen dabei gehabt und hat dann auch manchmal so. Zu Weihnachten oder so hat er seinen Freunden so iPods geschenkt mit von ihm ausgesuchter Musik. Ja? Also das hat dann Spaß also gemacht. Er war ja, sagen wir mal, blitzgescheit und wirklich auch, sagen wir mal, detailgescheit. Also er konnte wirklich, also es ist unglaublich, was der Mann an Geist inne hatte. Er war ein unglaublicher Schnellredner. Und er konnte auch fragen, also das konnte er schon fast, bevor jemand einen Journalist frug, konnte der schon lesen, was kommt da. Ja. Ja. Er war sofort vorbereitet und auch wenn er mal so unangenehme Fragen, also auch mal zum, ich habe mir das angeguckt mal mit einer Talkshow, wo er eben auf Homosexualität angesprochen worden ist. Also der Journalist, der hat sich fast entschuldigt, dass er, der hat die Frage, oder wie war, also sein Konterfei war ja Yves Saint Laurent. Ja. Und mir wurde mal gefragt, wie sehen Sie den Laurent? Da macht er nur, pah. Ja, genau. Also weg. Das war fokussierte Antwort. Ja, aber Yves Saint Laurent, das wissen die wenigsten, die fingen ja beide gleichzeitig mit ihrer Karriere an. Mhm. Und zwar gab es 1954 vom Internationalen Wollsekretariat, ja, so ähnlich hieß das, einen Wettbewerb für Nachwuchskoutiers. Die konnten dann eine Anstellung gewinnen. Und Karl Lagerfeld gewann in der Kategorie Mantel den ersten Preis. So mit hinten Ausschnitt. Ja, und der 18-jährige Yves Saint Laurent, 18 Jahre, war 3 Jahre jünger, gewann auch einen ersten Preis mit einem Kleid. Und eigentlich also verlief das immer parallel, ihre ganze Entwicklung. Nur, dass Yves Saint Laurent es in Frankreich, in Paris, einfacher hatte. Er kam aus einer wohlhabenden, intellektuellen Familie und war eben sehr französisch, sehr eigen, ja, sehr preziös halt, kapriziös. Und Karl war der Deutsche. Das blieb er auch bis zum Schluss. Ja, aber so in den 50er Jahren hatten es die Deutschen schwer in Paris. Der Krieg war vorbei, wir hatten verloren. Und Karl hat sich immer sehr manierit gekleidet, ja, mit so einem Monokel und war dandyhaft angezogen. Ach, Fliege hatte er damals, der war jung und wie das halt so ist, ja. Man hat über ihn gelacht und gespottet. Und er war der Außenseiter. Und er war der Außenseiter, der aber als einziger in dieser Bohem-Szene Geld hatte von seinem Vater, der hat ihn immer mit Geld versorgt, ja. Also hat er im Hof gehalten, im Café Flore, und alle haben von ihm gelebt, haben geschnorrt und so weiter. Und er hat großzügig gegeben. Er war ein großzügiger Mensch, muss ich sagen. Hat auch gern geschenkt. Er hat wahnsinnig gern geschenkt, ja. Also wenn man ein Buch in die Hand nahm, sagt er, nehmen Sie es doch mit, ja. Und man hat, also die Pariser haben widerstrebend anerkennen müssen, dass er zwar nicht eine intellektuelle Mode entworfen hat, aber eine Mode, die sich gut verkaufte. Er war immer jemand, der gute Geschäfte gemacht hat. War auch ein guter Geschäftsmann? Er sagt, dein Geld hätte ihn nie interessiert, aber ich denke schon, dass ich kenne keinen Designer, der einen
einen Handschlagvertrag lebenslänglich hatte, lebenslänglich, ja. Das war auf einem Papier nur skizziert und das blieb auch so. Und er hatte ja auch mal Steuerschwierigkeiten und so, aber er hat gut verdient. Also ich meine, nicht so viel wie Leute reden ja von 800 Millionen, das glaube ich nicht, weil er hat ja auch viel ausgegeben. Also er hat Schlösser gekauft, alte, hat die aufwendig restauriert, aber nie bezogen und sie dann wieder verkauft oder einfach ruhen lassen. Hat er auch einen Privatjet? Nein, aber immer geleast oder so? Er ist nur privat geflogen. Weil ich glaube, das lag daran, dass Karl immer Wert darauf legte, dass man ihn perfekt wahrnahm. Mhm. Ja? Er wollte, und das hat viel mit ihm selber zu tun, er wollte verschwinden hinter dieser Kunstfigur oder verschmelzen, ja? Sodass man gar nicht mehr wusste, wer ist eigentlich Karl Lagerfeld. Und er hat ja von sich so diese, wie so ein Scherenschnitt, hat er sich ja entworfen und war, glaube ich, eine der bekanntesten Erscheinungen weltweit. Ja. Er war ein Brand. Also, ja. Ja, also ich bin viel mit ihm gereist. Also ich gehörte aber nicht im eigenen Chat, sondern immer dann. Nein. Also, das sollte er nicht. Also er hat gesagt, ich komme überall hin. Mhm. Ich meine, noch im hohen Alter, ja, ist er dann nach New York, Tokio. Nach Tokio, nach Peking, wo immer man ihn gebraucht hat, wo immer auch eine Show stattfand oder eine Eröffnung, ist er hingeflogen, aber immer in der eigenen Maschine, weil er, ich glaube, er wusste, wie, vielleicht schläft er ein, das sollten die Leute nicht sehen. Ja. Da ist nur sein Assistent, Sebastian, mitgeflogen. War auch sein Leibwächter. Sein Leibwächter, das ist so eine Figur aus Marseille, ja. So, sagen wir ihn jetzt nicht aus der feinsten Ecke, aber er war erst sein Fahrer, dann sein Leibwächter und dann wurde er sein Assistent. Und auch hat Model ihn, waren, glaube ich, auch Model. Ihn, ja, Model ja, auch, aber er hat ihn beschützt. Er war immer um ihn rum, immer, immer. Und er wollte nicht, dass die Leute, Fotos ja, aber er wollte nicht angefasst werden. Nein, sowas nicht. Also Küsschen, ja, Küsschen schon, ja, aber nicht so, ja. Ach, ich umarme dich jetzt. Das Sentimentalitäten hat er abgelehnt. Mhm. Und in dem Flugzeug saß auch Frederik, sein Butler, der ihn 30 Jahre begleitet hat. Und der Frederik stand, wo immer Karl auftauchte, mit einem Silbertablett hinter ihm und da war das Cola drauf. Ja? Cola Light. Ja, Cola Light. Und wenn wir bei Karl zu Hause gegessen haben, hat auch Frederik serviert. Ja? Mhm. Also ich kenne den jetzt genauso lang. Und dann hat er in diesem Privatjet, den man ihm bezahlen musste, hatte er auch sein iPod dabei mit diesen Kassetten. Er hatte Bücher dabei. Wenn es ging, nahm er die Katze mit. Mhm. Und auch vielleicht ein Kissen. Er ist immer mit einem Seidenkissen gereist, auf dem nur er schlafen konnte. Und ein paar kleine Möbel, irgendwas, was für ihn praktisch war. Ja? Mhm. Und wenn er dann irgendwo ankam, dann hatte er natürlich immer die tollste Suite und die wurde dann auch für ihn richtig hergerichtet. Mhm. Und natürlich hatte er viele Kleider dabei. Das Schöne an Karl war, obwohl er der Zeremonienmeister der Eleganz war, hat er es gern gehabt, wenn man gesagt hat, das sieht sehr schön aus, was Sie heute anhaben. Er mochte ja gerne so breit gebundene Schals und da waren dann sehr schöne Broschen drauf, das hat er gerne gemocht. Oder ein tolles Jackett oder hatte sehr viel so Cowboystiefel an, mit kleinen Absätzen. Und er mochte das gerne, wenn man sagte, Karl, Sie sehen heute gut aus. Das musste aber auch ehrlich sein, oder? Man muss es auch. Das war nicht schwer, ehrlich zu sein, ja. weil er immer fantastisch perfekt angezogen aussah. War. Ja, ja. Und er war ja mal sehr dick. Also ich sag mal. Sie ihn da auch schon? Ja, aber nicht so privat. Aber Durchbruch hatte er im Grunde, als er dann schlank wurde. Ja, also er war. Jeansgröße 28. Ja.
Als ich ihn kennenlernte, hatte er schon abgenommen. Er war ja vorher wirklich ein massiger Mensch, ja, so richtig breit auseinandergegangen, so ein bisschen wie Ludwig II. Im Alter. Und er hatte aber einen Courtierfreund, Hedis Liman, mhm, den er für sehr begabt hielt und den er auch bewunderte. Und der war bei Dior Chefdesigner. Und er entwarf Herrenanzüge, ganz schmal geschnitten. Und eines Tages beschloss Lagerfeld, ich will in diese Anzüge passen, die quasi Knabengrößen hatten. Und dann hat er abgenommen, 42 Kilo, mit einem Arzt, darüber hat er auch ein Buch geschrieben. 3D-Abdame. Ja, genau. Und er war ganz konsequent. Also in all den Jahren, wo ich mit ihm zusammen war, wo wir gegessen haben, er hatte zwei Köche, die für ihn das Essen zubereiteten, immer gedünstetes Gemüse, gedünstetes Fleisch, vielleicht auch gedünstetes Obst, war unglaublich lecker. Aber wenn er irgendwo eingeladen war, in einem Restaurant, dann haben die Köche das Essen, sein Spezialessen, dorthin geliefert. Mhm. Weil er hat nicht das gegessen, was die anderen essen. Ja. Und auch er war auch sehr diszipliniert. Er war unglaublich. Er war ein Arbeitstier. Er war grundsätzlich diszipliniert. Ja. Und er hat immer gesagt, ich bin sehr deutsch, sehr preußisch, ja. Ich arbeite, weil ich arbeiten muss. Mhm. Und das glaube ich, so wie er war, warum er so war, so fleißig, so diszipliniert, da muss man sich seine Mutter anschauen. Und da muss man wissen, wie seine Kindheit verlaufen ist. Seine Mutter war, glaube ich, irgendwie Kaufhausverkäuferin. Ja, also seine Mutter, in seinen Erzählungen war seine Mutter so ein bisschen adelig. Also Karl hat viel erzählt und konnte gut erzählen. Und dann war das nicht immer so, stimmte nicht immer ganz so. Aber wir alle haben ja von uns eine bestimmte Vorstellung. Ja. Oder auch, wie wir vielleicht gerne sein möchten. Mhm. Und er hat wahnsinnig viele Geschichten über seine Mutter erzählt, die also tatsächlich Verkäuferin war. Mhm. Und die eine kühle, attraktive Person war, vielleicht auch manchmal amüsant, weiß ich nicht. Schwarzhaarig, ja. Ja, dunkelhaarig. Ja, so. Ich fand, dass sie eigentlich auch so ein bisschen wie Coco Chanel, ja? Ja. Und sie hat ihre ganzen Wünsche auf dieses Kind projiziert. Mhm. Karl hat mit 3 Jahren schon angefangen zu zeichnen und zu illustrieren. Und da war schon eine Frühbegabung. Und das Schnellsprechen hat sie ihm auch beigebracht. Ja, sie hat gesagt, sprich schnell und du riechst so viel Stuss. Wenn du schnell redest, dann ist es auch vorbei. Ja. Also es ist nicht gerade liebevoll, ja. Aber sie hat ihn halt so erzogen. Ja. Und Karl war also dann schon mit 4, 5, 6 Jahren, war er einfach anders als die anderen Kinder. Er hat gezeichnet. Er hatte Hauslehrer gehabt und seine Mutter trainierte ihn darauf, du bist was Besonderes. Du bist außergewöhnlich. Aber ein außergewöhnlicher Mensch zu sein, das ist nicht immer einfach, weil du bist dann auch Außenseiter. Und macht einsam. Ja. Und die anderen Kinder, das hat immer Karls Vetter, Kurt hat immer erzählt, der mit ihm aufgewachsen ist, wir haben draußen gespielt und haben uns schmutzig gemacht und Karl hat gezeichnet und Karl hat nie mit uns gespielt. Und dann, als alle in die Schule gingen, damals die meisten Buben barfuß, ja, aber Karl hatte Schuhe an, Karl hatte einen Sakko an und später auch sogar eine kleine Krawatte. Also er war wie ein Außerirdischer. Kann man sagen, Frau Riekel, dass die Mutter ihn im Grunde entdeckt hat? Oder ihm das Samenkorn gesetzt hat. Er war ein Genie. Hat gesagt, mit 5 Jahren hat er gesagt, ich werde mal weltberühmt. Ja? Wenn ein Kind sowas mit 5 Jahren sagt, das kommt ja nicht von alleine. Ja? Das hat schon die Mutter natürlich bewirkt. Die Mutter war aber auch knallhart. Meine Lieblingsgeschichte ist, er hatte lange Haare. Die anderen Buben hatten alle, wie es damals war, kurzen Schnitt. Ja?
Und dann kommt also ein Lehrer, trifft Karls Mutter auf der Straße und sagt, na, also ihr Sohn hätte nun wirklich sehr lange Haare, das geht ja gar nicht. Da packt sie ihm am Schlips und haut mit dem Schlips in seinem Gesicht rum und sagt, sind Sie wohl Nazi, was? Oder sind Sie Nazi? Ja, weil damals hat man diesen Haarschnitt getragen. Und als sein Vater starb, im hohen Alter, da hat sie ihm nicht Bescheid gesagt, dem Karl, weil sie sagt, das nützt sowieso nichts. Ja. Und sie ist zur Beerdigung gegangen von ihrem Mann. Und nach der Beerdigung geht sie auf seine Verwandten zu und sagt, ab sofort sind wir nicht mehr verwandt und auch per Sie. Also das ist etwas, was diese Frau beschreibt. Und, und Menschen, die sie kannten, erzählen dann eben auch, wie hart sie manchmal sein konnte. Und sie lebte aber, also sie begleitete ihren Sohn nach Paris und lebte mit ihm. Das war, glaube ich, 1953. Ja, da ging sie nach Paris und lebte in seiner Wohnung. Und er war aber immer, also seine Mutter war ein ganz wichtiger Mensch. Und von ihr hat er auch dann diese vielleicht manchmal diese Kälte, die aber nicht wirklich in ihm war. Denn ich möchte mal etwas über Karl Lagerfeld sagen. Er hat manchmal seine schwarze Brille abgenommen. Ich glaube, zu Hause immer. Also zu Hause. Ja, also ich kann es so sagen, wenn ich dabei war. Und da kamen zwei schokoladenfarbene Frauen, schokoladenfarbene Augen, braun, ja, warmherzig. Mhm. Vielleicht hat er sogar eine gewisse Sentimentalität in sich, aber das durfte man nicht ansprechen. Man durfte ihn nicht zu Weihnachten anrufen und nicht zum Geburtstag. Man durfte nicht rührselig sein. Und vor allem, obwohl wir befreundet waren, wäre mir nie in den Sinn gekommen, ihn anzurufen und zu sagen, ach Karl, es geht mir gerade so schlecht. Mhm. Sowas mochte er nicht. Ja? Nein, er mochte Menschen, die kämpfen, die sich durchsetzen. Keine Verlierer. Ja. Aber er war loyal. Mhm. Also jemand, der nicht gut zu mir war, ich sage das mal so ganz allgemein, mit dem hat er seinen Lebtag nicht mehr gesprochen. Er war auch hat so einen beschützenden Charakter auch gehabt. Das weiß ich, er war einfach loyal. Loyal, ja. Also, das sind meine Freunde. Ja. Und deine Feinde sind auch meine Feinde, ja. Und da rede ich nicht viel drüber, das ist aber so. Und da gehe ich nie hin. Die können mich einladen, die können mir goldene Schlösser versprechen. Wenn es deine Feinde sind, sind es auch meine Feinde. Also er war dann schon loyal, ja, aber auf eine andere Weise. Und er war großzügig mit Menschen. Er ist natürlich wahnsinnig oft angesprochen worden für irgendwelche Wohltätigkeitsprojekte. Er sagt, er hasst es, ja, wenn Menschen wohltätig sind und darüber reden. Ja. Er war es im Verborgenen. Er hat vielen, vielen Menschen anonym geholfen übrigens. Mhm. Und mir gefällt am besten die Geschichte, als seine Friseuse, die ihm all die Jahre die Haare gerichtet hat, ja, geschnitten oder gepudert, die verlor ihren Job, weil der Friseursalon irgendwie zumachte, glaube ich. Da hatte er stillschweigend einen eigenen Friseursalon gekauft. Einfach so, mitten in Paris. Mhm. Ja? So war Karl. Mhm. Also großzügig zu denen. Großes Herz auch gehabt. Ja, ich glaube, dass er ein ganz warmherziger Mensch war. Und das zeigt auch sein Verhältnis zu Jacques de Bourgeois. Das ist die Liebe seines Lebens gewesen. Ein 18 Jahre jüngerer Aristokrat, wahnsinnig gut aussehend, charmant, aber ein Mann, um den immer herum so die Aura von Gefahr war. Er war leichtsinnig, verschwenderisch, unzuverlässig. Ja? Ja, ich glaube, seine große Liebe hat ihn ja auch einmal betrogen. Ja, und ganz schlimmerweise mit Yves Saint Laurent, seinem größten Konkurrenten. Und das war, glaube ich, hat ihm wirklich auch das Herz wahrscheinlich gebrochen, weil es waren zwei große Cliquen in Paris. Also die um Yves Saint Laurent herum und die um Karl herum. Und dann erkrankte Jacques an AIDS. Und da haben ihn alle mehr oder weniger fallen lassen. Und das war die Zeit, als man AIDS noch nicht heilen konnte und das also unweigerlich zum Tod führte.
Und Karl hat ihn gepflegt. Mhm. Karl ist jeden Abend unauffällig in das Krankenhaus mit einer Suppe, die einer seiner Köche zubereitet hatte, und hat Jacques gepflegt bis zu seinem Tod. Mhm. Und das zeigt auch noch eine andere Facette von seinem Wesen. Und danach war nie mehr jemand so wichtig. Also er hatte natürlich noch Musen, mhm, und er hatte immer so junge, attraktive Männer um sich herum. Aber nicht so, wie die meisten Menschen denken, so als, ja, Toyboy, sondern er mochte einfach dieses Leben, er mochte auch die Schönheit. Er mochte die Schönheit, ja, und er mochte, wenn es explosiv zuging. Er fand es auch immer lustig, wenn sich seine Freunde gestritten haben, manchmal auch darum, wer ihm näher war. Das fand er auch amüsant. Und er hat dann für diese jungen Männer, das habe ich mal beobachtet, ich war eingeladen in seine Ferienvilla bei Saint-Tropez. Da waren so 4, 5, 6, 7, 8 junge Männer. Und für die standen Luxusautos bereit, so Maserati, Lamborghini, also offene Autos, mit denen sie durch die Gegend rasten. Da gab es Schnellboote, ja. Und das, also die hatten wirklich Urlaub und konnten sich mit den schönsten, teuersten Männerspielzeug der Welt. Und er hatte Freude auch dran, dass er Freude eben einfach daran, was geben konnte. Und da sind wir beide. Er sagte, was machen wir denn heute Nachmittag, Patricia? Und ich sage, weiß nicht, wollen wir shoppen gehen? Weil ich war mit ihm ein paar Mal shoppen. Wobei, das ist ja dann ein Mordsauflauf in ihn. Ja, das fing aber erst an. Also ich sage, ja, sagt er, shoppen, gut. Und wir fahren also nach Saint-Tropez, mhm, hinein, oh, Hafen, ja. Und er ist so natürlich, ja. Er geht in so eine kleine, schäbige Drogerie rein mit mir. Wir gehen also in diese Drogerie rein und der Besitzer ist fast erstarrt vor Ehrfurcht. Lagerfeld in der Drogerie, ja, zwischen irgendwelchen Salben und, mhm, Lockenwickler. Und er hat so ein Parfum gesucht, mhm, und so, hat ein bisschen was gekauft. Und dann drehen wir uns um und können nicht mehr raus. Ja? Draußen eine riesige Menge und die schreien Karl, Karl und halten ihre Handys hoch, um ihn zu fotografieren. Und eine Begleitung sagt zum Karl, also das ist, tut mir sehr peinlich, tut mir sehr leid, also das muss ja furchtbar für Sie sein. Und Karl sagt, furchtbar? Ich habe mein ganzes Leben lang dafür gearbeitet, dass die Leute da schreien. Ne? Und dann musste die Polizei kommen, musste uns also da raus eskortieren. Und Karl sagte zu mir so, es tut mir leid, Patricia, wir können jetzt leider shoppen, geht nicht. Aber er hatte noch nicht genug vom Bart in der Menge. Wir sind dann in dieses berühmte Café Sequier gegangen, mhm, das mit den roten Stühlen. Roten Stühlen, das. Ja. Und da hat er sich hingesetzt mit mir und seinen Leibwächter. Und dann hat er Cola getrunken und die ganze Meute ist uns gefolgt und stand mit dem Rücken zu den Millionenjachten. Die Schiffe waren nicht, ja, mehr interessant. Nicht richtig, und sie verfolgten jeden Blick von Karl. Und der hat das genossen. Mhm. Und deswegen kann ich auch nach seinem Tod über ihn reden, hm, weil ich weiß genau, dass er sagen würde, aber Patrizia, natürlich reden Sie über mich. Ja? Also selbstverständlich, weil er hat das geliebt. Schön. Ich glaube, Karl Lagerfeld, er ist unsterblich. Er ist Karl Lagerfeld unsterblich. Also ich kenne keinen Menschen, der so von der Erdoberfläche verschwinden wollte wie er. Hm. Keine Beerdigung, kein Grab, keine Feier. Er wurde verbrannt. Es kamen dann doch einige Freunde, das konnte er nicht verhindern. Die Asche wird verstreut. Zusammen mit seiner Mutter? Ja, die Mutter ist ja beerdigt worden, die ist nicht verbrannt worden. Und man sagt auch mit der Asche seines Freundes, Liebe, ja, das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass das möglich ist. Mhm. Aber er wollte mit seinen Hinterlassenschaften nicht die Nachwelt belästigen, sagt er. Aber er bleibt so ein Mythos. Ja? Mhm. Und niemand von uns hat gedacht, dass er, dass das jetzt passieren würde, dass er stirbt. Ja? Und es ist ja auch ein spannendes Datum, 19. Februar, ja, 19. Ja, da wird viel hineingeheimnist, das glaube ich nicht. Ja. Also manche deuten auch an, ob er vielleicht sozusagen nachgeholfen hat, weil er Schmerzen hatte, mhm, wäre auch möglich, ja, ja, weil er hatte was Entsprechendes zu Hause. Ja.
auf alle Fälle glaube ich, dass er seinen, dass er das, den Sterbeprozess, das hat er, glaube ich, alles vorausgesehen und auch so gesteuert, dass es nicht, er wollte nicht irgendwo rumliegen, dass Leute ihn so sehen, ja, als Toten. Also ja. Da, glaube ich, hat er dafür Sorge getragen. Er hat auch für seine Katze Choupette, für die gab es ja Nannies, ja, Katzengouvernanten, die ihm jede Stunde, wenn er nicht zu Hause war, auf sein Smartphone ein Filmchen schickten, was die Katze gerade macht, ja, ob sie sich sie schläft oder spielt. Und er hat für eine der jungen Frauen, die das besonders nett gemacht hat, hatte schon frühzeitig ein Haus gekauft. Ein Haus gekauft, ja, für so ein kleines Dienstmädchen, damit die Katze standesgemäß weiter leben und weiter betreut wird. Und sie hat ja auch, wenn man also jetzt der bunten glauben kann, auch Millionärin. Ja. Also er hat auch gesagt, wer Choupette betreut, muss nie wieder arbeiten. Wäre vielleicht auch eine gute Partie für den Kater hier. Ja, Bobby, da solltest du dich vielleicht noch ein bisschen anstrengen. Aber er hat ja überhaupt auch für seine Angestellten, also er hatte so, es waren so zwischen 14 und 20 Leute, die um ihn herum waren. Das Dienstpersonal, Küche. Die hat er alle so versorgt, dass sie nicht mehr arbeiten müssen. Das hat er also erzählt. Das Testament wird ja mit Spannung erwartet. Aber also ich glaube, in erster Linie werden seine Angestellten versorgt und sein Patenkind, das er geliebt hat. Frau Rickel, vielen herzlichen Dank für den wirklich wunderschönen Einblick über Karl Lagerfeld. Vielen Dank.